Hatten Sie schon einmal ein Projekt, bei dem Sie einen Top-Manager nicht unterstützt hat? Wenn Sie sich das Video als Projektleiter oder Projektverantwortlicher wie Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstand, Bereichsleiter bis zum Ende ansehen, dann wissen Sie, wie ich routinemäßig mit Herausforderungen in Projekten umgehe, bevor diese eskalieren. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich bin Experte für das Thema Projektsteuerung. Ich helfe Unternehmern und Projektleitern dabei, ihre Projekte immer erfolgreich und effektiv umzusetzen. Und das mit einer einfach einzusetzenden Methode. Und genau die werde ich mit Ihnen teilen. Damit Sie in Zukunft wieder mehr Zeit für Familie, Hobbys und natürlich auch für sich selber haben. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Der uninteressierte Vertriebsvorstand oder die richtigen Ziele. Die Situation. Mein Coaching-Kunde war Projektleiter bei einem international tätigen Mittelständler. Er wurde vom Finanzchef des Unternehmens beauftragt, ein neues Abrechnungssystem für Umsätze einzuführen. Das Problem und die Herausforderung für ihn war, er benötigte dafür die Unterstützung des Vertriebsvorstandes, und zwar, dass Mitarbeiter vom Vertrieb ihm die Datenschnittstelle zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Daten zur Verfügung stellen für das neue Abrechnungssystem. Und genau hier bin ich dann hinzugezogen worden mit meinen drei Schritten: Erkennen, Entschlüsseln, Lösen. Ja, das Erkennen von Symptomen. Der Projektleiter ist natürlich zu dem Kollegen im Vertrieb gegangen und hat ihn darum gebeten, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und der Kollege hat ganz klar gesagt: Lieber Projektleiter, ja, ich werde dich unterstützen, aber dein Projekt hat gerade Priorität 10 für mich. Das heißt, du wirst frühestens deine Daten in 3 oder sogar erst in 6 Monaten von mir bekommen. Sie sehen schon auf dem Bild, mein Projektleiter und das Projektteam kamen sich vor, als würden sie wirklich einer Person gegenüberstehen, die genau mit der Zeitangabe 3 bis 6 Monate in die andere Richtung zieht. Der Mitarbeiter hat auch noch gesagt, wenn er das ändern wollt, geht bitte zu meinem Chef, dem Vertriebsvorstand. Gesagt, getan, der Projektleiter ging zum Vertriebsvorstand und der hat natürlich genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, es gibt andere Projekte, die sind wichtiger für mich. Und genau deswegen habt ihr Priorität 10. Ja, wir werden liefern, aber wie gesagt, erst in 3 bis 6 Monaten. Das war natürlich für den Projektleiter untragbar. Er musste sich jetzt überlegen, bei den Symptomen, die er hier gefunden hat, wie kommt er, wie auf dem Bild zu sehen, in die Situation, dass auch der Vertrieb und der Vertriebsmann, dass sie alle mit in die gleiche Richtung ziehen, dass man gemeinsam das Projekt ans Ziel bringt. Und genau um zu verstehen, warum der Vertriebschef und der Kollege im Vertrieb so handeln, genau da kommen wir zu Schritt Nummer 2, der Ursachenanalyse. Wir sind hier strukturiert mit den Symptomen, die wir vorgefunden haben, die Checkliste durchgegangen, haben den Bruchstrich gezogen und siehe da, das Ergebnis war, das Projekt meines Coaching-Kunden hat dem Vertriebsvorstand nichts Produktives, nichts geliefert, was ihn interessiert hätte. Das heißt, der Vertriebsvorstand musste nur Daten abgeben aus seiner Sicht, aber hat nichts bekommen, wo er gesagt hätte, ja, dafür setzt er die Priorität hoch, das ist auch interessant und wichtig für ihn. Und genau das war es eben nicht. Schritt Nummer 3, das ist, jetzt gehen wir her und suchen eine Lösung dafür. Ganz wichtig, die Lösung, die wir hier gefunden haben, ist natürlich abhängig zu diesem Projekt, zu den Menschen, zu dem Projektumfeld, das wir hier hatten, das ich vorgefunden hatte. Sie können diese Lösung, auch wenn Sie sehr, sehr ähnliche Symptome haben, nicht einsetzen. Der zweite Schritt, die Ursachenanalyse, ist immer zwingend notwendig, denn nur wenn man die Ursache kennt, kann man natürlich gezielt eine Lösung finden, die dann eben die Ursache auflöst,
damit die Symptome, wenn die Ursache weg ist, verschwinden. Wir sind hier die Vorgehensweise Bridging for Motivation durchgegangen und haben festgestellt, dass wir etwas liefern können. Wir haben nämlich im Gespräch mit dem Mitarbeiter im Vertrieb herausgehört, dass der Vertriebsvorstand, um seine Zahlen jede Woche, jeden Tag zu bekommen, 3 Berichte immer vor sich hatte. Das heißt, er musste 3 Berichte konsolidieren, um zu sehen, aha, das ist der aktuelle Stand. Und genau da hatten wir die Idee, wenn wir schon die Daten des Finanzbereichs alle haben und natürlich, um unser Projekt ans Ziel zu bringen, auch die gesamten Daten des Vertriebsbereiches bekommen werden, da können wir ihm natürlich einen Bericht schnitzen, mit dem er alle Informationen bekommt auf einer Seite, die er benötigt. Und genau damit sind wir zurückgegangen zu ihm und haben gesagt, lieber Vertriebsvorstand, was hältst du davon, wenn wir dir einen Report generieren in unserem Projekt und einen Reportgenerator zur Verfügung stellen, wo du mit diesem einen Report alle Informationen hast, die du benötigst, auf einer Seite und kannst mit dem Reportgenerator auch noch ganz gezielt flexibel für dich neue Berichte erstellen. Dann hat er uns angeschaut und wir konnten in seinen Augen lesen, ja, das ist interessant. Er grinst uns an und sagt, okay, interessant für ihn, was wollt ihr dafür haben? Dann haben wir gesagt, wir möchten 3 Dinge. Priorität 1, bei deinem Mitarbeiter, dass wir deine Daten bekommen. Er grinst, wir wussten, das geht. Das zweite, was wir wollten Budget. Wir haben gesagt, bitte versteh, wir bauen zwar einen Berichtgenerator im Projekt für den Finanzbereich, aber um deine Wünsche und die Flexibilität auch für die Vertriebssicht zu haben, werden wir natürlich was Spezielles für dich erstellen, dass du wirklich ein starkes und wirklich effektives Tool an der Hand hast. Haben wir ihm einen Betrag genannt, wir hatten einen kleinen Puffer auch noch dazugelegt, hatten wir ihm auch erzählt. Auch hier hat er geschmunzelt und wir wussten, der Betrag war mehr als in Ordnung für ihn. Dann haben wir gesagt, und es gibt noch einen dritten Punkt, was wir von dir wollen. Wir möchten, dass du als zweiter Projektsponsor auftrittst. Da hat er die Augenbrauen nach oben gezogen und hat gesagt, naja, er stand dem Projekt ja immer sehr konservativ gegenüber und das weiß auch jeder. Aber wenn er das bekommt, was wir ihm gerade versprochen haben, dann macht er auch hier mit. Was ist passiert? Das Ergebnis. Wir hatten Priorität 1 auf einmal bei seinem Mitarbeiter und haben die Daten umgehend innerhalb von 4 Wochen bekommen. Wir hatten auf einmal etwas mehr Projektbudget mit einem kleinen Puffer zur Verfügung, dass wir ihm wirklich ein tolles und flexibles Reporting-Tool haben schnitzen können. Und er war auf einmal offiziell zweiter Projektsponsor. Und da hat sich etwas getan, mit dem wir im ersten Moment gar nicht gerechnet hätten. Es hatte einen Leuchtturmeffekt. Jeder wusste auf einmal, erster Projektsponsor Finanzchef, zweiter Projektsponsor Vertriebschef. Sie können sich vorstellen, wie viele Hürden wir noch organisatorisch zu nehmen hatten, um das Projekt ans Ziel zu bringen. Gar keine. Denn jeder wusste, die 2 mächtigsten Leute im Unternehmen stehen vor unserem Projekt und genau hier hatten wir auf einmal eine grüne Welle, wenn wir was benötigt haben aus anderen Bereichen, war man immer sehr, sehr kooperativ und hat uns unterstützt. Und genau so ist das Projekt ausgegangen. Man hat das Ziel erreicht. Es gab 2 Reporting-Tools, die in dem Projekt mit integriert waren. Einmal für den Finanzbereich, einmal für den Vertriebsbereich und der Vertriebschef war mehr als zufrieden mit dem, was er dann bekommen hat. Ein tolles Ergebnis für meinen Coaching-Kunden und damit natürlich auch für mich. Ja, hatten Sie eine ähnliche Situation schon einmal? Dann würde ich mich über Ihre Rückmeldung freuen. Was ist Ihnen passiert? Was haben Sie gemacht? Und wie ist es ausgegangen? Sind Sie neugierig auf mehr? Sie haben Fragen, Anregungen? Oder Sie sind interessiert an weiteren Tipps und Praxisbeispielen? Na, dann schauen Sie doch einfach regelmäßig auf meinem Blog vorbei. www.drmartinmoss.com. Ich freue mich, Ihr Dr. Martin Moss.